willkommen in der Hansestadt Anklam. Gelegen im nordöstlichsten Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern, dem Tor zur Sonneninsel Usedom. Anno 1243 erstmals urkundlich erwähnt, erhielt Anklam bereits 1264 das Stadtrecht und trat im Jahre 1283 dem Hansebund bei. Wir möchten Sie neugierig machen auf die alte Stadt am Peenestrom mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten und einer wunderschönen, in Teilen noch unberührten Naturlandschaft. Doch lassen Sie die Impressionen der alten Hansestadt Anklam zu Beginn Ihrer Reise auf sich wirken. Der Altstadtkern, liebevoll restauriert. Das Gymnasium, die Schule der Gebrüder Lilienthal. Das älteste Haus der Stadt, das gotische Giebelhaus. Die Peenetorbrücke, Bestandteil des Mecklenburger Seenradweges. Der Binnenhafen Anklam, Ausgangsort für viele Aktivitäten rund um den Wassersport. Ideale Bedingungen finden Bootstouristen am Wasserwanderrastplatz mit zahlreichen Liegeplätzen, einem hochmodernen Sanitärgebäude sowie einer großzügigen Liegewiese für einen letzten Landgang. Entlang des Peenestromes ziehen sich ursprüngliche Naturlandschaften. Für gestresste Seelen Erholung pur. Flora und Fauna an Deutschlands letztem unverbauten Flusstal versprechen eine Vielzahl unvergleichlicher Eindrücke. Beobachten Sie Seeadler, Fischotter und andere gefährdete Arten in freier Wildbahn. Die weitläufigen Naturschutzgebiete lassen sich übrigens nicht nur zu Wasser, sondern auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Die Kanustation ist Anlaufpunkt für Wasserfreunde, die Kanus ausleihen oder zur Abwechslung auch selber bauen möchten. Mit dem Boot unterwegs erreicht man von Anklam nach 15 Kilometern entlang der urwüchsigen Peeneniederung den Wasserwanderrastplatz Stolpe. Doch auch eine Radtour über Land mit einer anschließenden Überfahrt mit der von Hand betriebenen Fähre nach Stolpe ist unbedingt empfehlenswert. Zum Beispiel, um im Stolper Fährkrug der einheimischen Küche zu frönen. Bevor es dann weitergeht, lädt die Badewiese dazu ein, den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Wer sich für architektonische Kleinode begeistert, sollte unbedingt die Klosterruine, den ältesten Steinbau und Ausgangspunkt für die Christianisierung Pommerns, besuchen. Wer einen besonderen Platz sucht, um dem Alltag zu entfliehen, der wird sich in dem restaurierten Gut Stolpe wohlfühlen. Das gepflegte Ensemble aus Park, Gutshäusern und Scheunen versprüht einen eigenen Charme, wie es kaum ein Hotel vermag. Neben der Peene sind in der Anklamer Umgebung zahlreiche Badeseen zu finden. Ein Sprung ins erquickliche Nass bietet nicht nur Kindern eine wohltuende Unterbrechung der Sightseeing-Tour. Die Ruine der Burg Landskron, 1576 erbaut, ist die wohl romantischste aller pommerschen Burgruinen. Der Burgturm, nach seiner Restaurierung wieder begehbar, bietet zudem einen atemberaubenden Ausblick auf die reizvolle Umgebung.
In den zahlreichen Restaurants und Cafés haben Sie die Möglichkeit, die kulinarische Vielfalt einheimischer, aber auch internationaler Gaumenfreuden zu genießen. Und nach einem entspannten Abend mit Familie und Freunden sorgen Hoteliers der Stadt für eine geruhsame Nacht. Anklam ist reich an historischen Sehenswürdigkeiten. So zum Beispiel dem 32 Meter hohen Steintor in Backsteingotik mit seinem Museum. Das Steintor ist das einzige erhaltene Stadttor von Anklam. Die Kirche zu St. Marien wurde 1296 erstmals urkundlich erwähnt. Dem heiligen Nikolaus gewidmet wurde die im 13. Jahrhundert erbaute Kirche St. Nikolai. Leider ist heute nur noch die Ruine des einstmals prachtvollen Baus zu besichtigen, da die Kirche im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. Doch wieder restauriert wird sie heute für Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen genutzt. Anklam ist die Geburtsstadt des berühmten Flugpioniers Otto Lilienthal. Seinem Schaffen ist das Otto Lilienthal Museum gewidmet. Ein Besuch sollte bei einer Anklam-Visite nicht fehlen. Folgen Sie Lilienthals Traum vom Fliegen. Erkunden Sie mit uns, ausgehend vom Anklamer Flugplatz, in einem Rundflug die Stadt und ihre traumhafte Umgebung. Weithin sichtbar die Eisenbahnbrücke Karnin, das Tor zwischen Haff und Peenestrom. Bevor sie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, galt sie seinerzeit als die modernste Eisenbahnhubbrücke Europas. Heute steht die Ruine der Brücke unter Denkmalschutz. In einer Tagestour erreichen Sie mit dem Ausflugsschiff vom Anklamer Hafen aus die beschaulichen Orte Lassan, Kamp, Stolpe und Rankwitz. Unser Kapitän sorgt bei einer Fahrt durch das Stettiner Haff dafür, dass Sie die vielen Impressionen in aller Ruhe genießen können. Das wissen vor allem die Motorradfahrer zu schätzen. In den Sommermonaten bietet die traumhafte Landschaft um Anklam viel Abwechslung. Kein Wunder, dass die Region regelmäßig zum Eldorado aller Motorradfreunde wird. Ein toller Spaß für Jung und Alt ist das Labyrinth im Maisfeld. Eine wirkliche Rarität, die schuld an einem längeren Aufenthalt sein kann. Unser Tipp? Einen Faden oder genügend Zeit mitbringen. Geschafft! Eine Besonderheit ist die pommersche Manufaktur in Relzow bei Anklam. Hier wird nach überlieferter Handwerkskunst pommersche Keramik hergestellt. Ein Stück Anklammer Identität, auf die man zu Recht stolz ist. Das Wasserschloss Mückenburg. Die romantische Residenz wurde im Jahre 1890 errichtet. Der begehbare Fangelturm entlohnt die Mühsal des Aufstiegs mit einem herrlichen Ausblick auf die umliegenden Ländereien.
Den Park von Schloss Nezo gestaltete der berühmte Landschaftsarchitekt Lenné. Die Anlage selbst, im Tudor-Stil 1848 errichtet, begeistert nicht nur Touristen. Auch Künstler fühlen sich von dem dezent unterkühlten Charme britischer Herrensitze inspiriert. Wer Pferde liebt, sollte einen Abstecher auf das Reitergut Böhmitz einplanen. Nördlich von Anklam können Sie hier neben Kutsch- und Kremserfahrten auch den einen oder anderen Ausritt in die reizvolle Umgebung unternehmen. Kinder sind stets willkommene Gäste und können hier viele Abenteuer erleben. Am besten genießen Sie die entspannte Atmosphäre in der liebevoll gestalteten Parklandschaft oder dem gemütlichen Ambiente des ehemaligen Rittergutes. Zurück in Anklam gibt es noch mehr zu entdecken. Der Pulverturm, seit 1853 Sternwarte, kann nach vorheriger Vereinbarung bestiegen werden. Wer die Seele baumeln lassen will, findet im Anklamer Stadtpark Ruhe und Entspannung. Das komplett sanierte Stadion lädt zu sportlichen Aktivitäten ein. Ein absolutes Muss für Liebhaber effektvoller und opulenter Inszenierungen ist das Penisspektakel. Jedes Jahr Anfang September findet es am Anklamer Bollwerk im Binnenhafen statt. Und Sie sind herzlich eingeladen. Besuchen Sie uns und unsere alte Stadt am Penisstrom. Entdecken Sie Anklam mit eigenen Augen. Wir freuen uns auf Sie.